Gold, 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 Gold. Ja, ich hab sie endlich fertig. Diese blöde Achterbahnen mit Tiefgang-Karriere. Ja, alle anderen Karrieren hatte ich vorher schon beendet. Und die hab ich mir quasi, beziehungsweise die ersten beiden Sterne hatte ich schon fertig. War nicht so das Problem, aber der goldene Stern hat mir zu schaffen gemacht und hat mich zur Verzweiflung gebracht. Ja, ich hab's aber endlich geschafft. Ich hasse diese Karriere. Ja, so sieht das ganze Ding dann aus. Von oben. Oben darf man ja nicht bauen, wie ihr vielleicht wisst. Und so sieht das Ding dann quasi ja fertig aus. Ja. Ich habe erstmal in den Einstellungen, und zwar Steuerung, Ruf des Fahrgeschäfts. Das habe ich quasi deaktiviert, weil ich bin zuerst echt irre geworden bei dem Ding, weil es hieß immer, das Fahrgeschäft ist nicht mehr neu und die Leute, die Parkbesucher wollen kein Geld mehr ausgeben. Überlegen Sie, ob Sie das Fahrgeschäft ersetzen wollen. Und das war grauenvoll. Also das Problem war halt, 3 Monate lang 3.500 Dollar zu halten, wo ich bei dieser Karriere etwas Probleme hatte. Alles andere war eigentlich kein Problem, also Achterbahn sowieso nicht. Und 1 Monat lang 2.500 Dollar, das ist auch ein Klacks, und das erste ging auch. Also was ich gemacht habe, erstmal hatte ich das Problem, dass ich keine Parkbesucher in den Park bekommen habe. Was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich mal, ich baue ja eigentlich sonst immer alles selbst, aber ich bin tatsächlich mal hier in die Szenerie gegangen und habe mir fertige Dinger hier aus dem Bauplan genommen und die dann am Wegrand platziert, weil die Parkbewertung, die ist ja nun dafür mit zuständig, dass je höher die Parkbewertung, hier dieses da, ist, umso mehr Leute kommen auch in den Park. So, und wenn der Park hässlich ist und die Leute sagen, keine Szenerie und alles doof, dann kriegt man einfach keine Leute hier in den Park. Und ich habe dann auch tatsächlich mal fertige Shops genommen, was ich sonst auch nicht mache. Die bastel ich dann immer selber mit Mauern und so. Aber hier habe ich so Toilette, die machen sowieso meistens Minus. Da habe ich dann auch noch mal, nee, da habe ich gar nichts genommen sogar. Was ich dann nachher gemacht habe, erstmal hatte ich ja nur Geld für Fahrgeschäfte. Hier läuft das zum Beispiel gar nicht. Das ist auch klar, weil ich habe das Ding geschlossen. Es hat nichts eingebracht. Ich zeige euch mal hier unter Attraktionen und Läden. Da könnt ihr sehen, Prestige. Je mehr Sterne, umso mehr Prestige hat so ein Fahrgeschäft. Ihr seht hier zum Beispiel Anubis. Es ist richtig viele Sterne. Und so die einfachen Fahrgeschäfte, die haben nicht so viel und da kann man auch nicht so viel Geld nehmen. So, Läden habe ich nachher ganz viele geschlossen. Hier habe ich noch mal eins aufgemacht, fährt aber schon wieder Minus. Ihr seht ja hier, die Dinger, die nachher so viel Minus eingefahren haben, die habe ich einfach dicht gemacht. War mir schon egal, ob das heißt, die Leute haben Durst, weil das Problem ist auch noch, ich habe hier keine Auswahl. Ich habe hier nur dieses Mexzellente und Monsieur Fritz, so diese Pommes-Dinger da. Bei Getränken habe ich nur dieses Gulpi-Dingsbums da. Also nicht mal Cosmico oder so. Street Coffee. Das war schon fertig im Eingang. Zwei Läden waren da. Einmal Pommes und einmal hier dieser Kaffeeshop. Und die Leute wollten da einfach nichts kaufen. Sondern Geldautomat habe ich nochmal aufgestellt, da habe ich keine Gebühren genommen, weil ich bin ja froh, wenn die Leute sich nochmal Geld holen, um bei mir fahren zu können. Erste Hilfe hatte ich, glaube ich, auch irgendwo eine gebaut.
Erste Hilfe, ja, weil die Leute, die wenn denen übel ist von den heftigeren Fahrgeschäften, dann ja, dann brauchen sie irgendwie so eine Krankenstation halt. So, der lief irgendwie ganz gut, den habe ich dann offen gelassen. Und ihr seht ja hier Warteschlange und die Preise. Der ging dann noch. Was ich denn hier noch? Das Ding habe ich nachher dicht gemacht. Dann habe ich noch eine Wildwasserbahn gebaut. Da habe ich nachher, also erst hatte ich ganz viele Boote. Dann habe ich gemerkt, es kostet ja auch immer, je mehr Boote man hat, umso mehr kostet das Teil ja auch nachher. Hier, wo steht das jetzt hier? Betriebskosten, Wagenkosten, so je weniger Wagen ich habe, umso weniger Kosten sind es auch. Und da habe ich nämlich festgestellt, hier lagen jede Menge Boote rum und irgendwie standen hier keine Leute an. Da habe ich das ein bisschen angepasst. Da muss man auch drauf achten. So dass wirklich hier, ja, das tut gar nicht nur so viele Boote zu haben oder so. Und ja, da, wie gesagt, da ja, habe ich jetzt auch nicht so den hohen Preis, 10 im Moment. Und dann habe ich immer mal geschaut. Stehen viele Leute in der Schlange, dann habe ich den Preis wieder angehoben. Stehen nicht so viele Leute, dann habe ich ihn wieder gesenkt. Und dann habe ich noch, das sieht man jetzt hier so schlecht, wo das hier so blöd vom Schatten ist. Dann habe ich die Iron Fury gebaut. Da habe ich sogar zwei Züge eingesetzt. Oh, das ist so ätzend hier mit der Höhle. Ja. Die habe ich, wie gesagt, die also Raftingbahn, und die haben halt viel Prestige. Die habe ich dann nachher zum Schluss offen gelassen. Und die habe ich Anubis, die hat man von Anfang an. Die anderen musste man leider erforschen. So, ihr seht ja, bei der konnte ich sogar 26 Dollar nehmen. Also die hat richtig Prestige und sehr beliebt. Und da stehen fast immer Leute. Da habe ich nun auch noch ein Stationsgebäude mal schnell gebaut, was jetzt nicht fertig ist oder so. Aber ich glaube, das finden die Leute auch irgendwie noch toll. Also letzten Endes nur Anubis. Hier den Looper habe ich auf Wildwasserbahn und halt den Iron Fury, was ich hier erforscht habe. Diese Raftingbahn hatte ich auch erforschen müssen erst und andere Fahrgeschäfte auch. Und da habe ich eine Toilette, dann habe ich hier eine Toilette extra fertige genommen, die schon ordentlich Szenerieanteil haben. Also fertige aus dem Bauplan hier. Und wie ihr schon sehen könnt, hier so ein Brunnen. Bepflanzung hier, diese Rankpflanzen an der Lampe, an dem Geländer, damit ich ordentlich viel Parkbewertung kriege. Das ist echt ziemlich wichtig gewesen, um Leute ranzukriegen. Also, was auch noch gut ging, jetzt muss ich es mal schauen, wo habe ich den? Der Shop zum Beispiel, Just in Momente, das ist dieser, so ein Geschenkeshop mit Schneekugeln und so. Den habe ich eigentlich die ganze Zeit aufgelassen, weil die Leute holen sich gerne Souvenirs. Die laufen immer gut eigentlich. Und der Luftballon, also zwei Luftballonständer hatte ich, da habe ich aber teilweise auch wieder dicht gemacht, nachher wieder einen auf. Eigentlich kaufen die Leute, ihr seht es schon, sehr gerne Luftballons, aber zwischendurch irgendwie mal nicht. Aber wie gesagt, das kann man ja auch anpassen. Und also wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch mal eine Runde fahren hier mit dem Teil. So, es wird lustig, ja. Also ja, ich hatte das dann auch gehabt. Dann dachte ich, yay, jetzt habe ich gleich den goldenen Stern, 2 Monate, relativ weit über 3.500 Dollar gehabt. Und im dritten Monat plötzlich irgendwie nur noch, was ich, 500,
$100 oder so jetzt um und bei, weiß ich nicht mehr. Aber ich denke, hallo, wie kann das jetzt angehen? Ich dachte schon, das ist irgendwie so ein Karrieremodus, so nach dem Motto, da darf man den goldenen Stern nicht kriegen oder so. Also da bin ich echt verzweifelt. Und das war dann nur, weil da wahrscheinlich wieder irgend so ein blödes Fahrgeschäft kaputt gegangen ist und ins Minus gefahren ist oder so. Also man muss wirklich immer wieder die Fahrgeschäfte kontrollieren. Man kann nicht jetzt auf Schnellvorlauf, habe ich zwar auch gerne gemacht, Schnellvorlauf. Man muss aber trotzdem ständig die Fahrgeschäfte kontrollieren. Man kann jetzt nicht irgendwie auf Schnellvorlauf stellen und dann so, ich gehe jetzt mal einkaufen oder so. Also das funktioniert nicht. Dann läuft es gnadenlos ins Minus. Man muss wirklich immer alles kontrollieren. Ja. Also falls ihr noch sonst irgendwelche Fragen habt oder so. Weil so ist es jetzt auch ein bisschen schwierig gewesen, mit Szenerie zu arbeiten oder so. Also jetzt Bepflanzung oder so Bäume, Büsche. Das geht da oben ja leider nicht. Also schon. Ja, ich habe jetzt quasi alles. Diese Karriere kam ja mit dem Winterupdate. Und ich habe jetzt alle anderen habe ich auch durch. Dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal mit so einem Add-on oder so, was man dann irgendwann mal später vielleicht kaufen kann, dass es da dann nochmal wieder neue Karrieren gibt oder so. Weil ich mag gerne Herausforderungen solcher Art. Besonders gerne immer so Achterbahn bauen oder so. Das ist manchmal ganz gerne. Das war jetzt halt ein bisschen anstrengender mit diesen, oder was auch anstrengend ist, teilweise erreiche eine Szenerie von was weiß ich was, was sich auch zeitmäßig dann ganz schön hinzieht manchmal. Und man nachher echt schon Karriere geschädigt ist und nur noch ohne Sinn und Verstand da irgendwelche Dekorationen hinsetzt und nur um auf diese erforderte Szenerie Bewertung zu kommen oder so. So, das war einmal die Fahrt mit dem Teil. Wir können ja noch einmal mit dem Teil, mit dem Iron Fury. Halt, halt, stopp. Und dann zurück. Hä? Stehe ich jetzt nicht, was macht der da? Ah, den wollten wir doch haben. Der fährt bestimmt mal durch. Halt. So. Wie voll ist der? Aha, die steigen gerade aus. Ja, das dauert immer eine Weile. Die Fahrgäste, die müssen erstmal durch den Ausgang gegangen sein, damit da wieder neue Fahrgäste quasi rein dürfen. Und das kostet immer ein bisschen Zeit. Ja, das Ding habe ich gebaut, das habe ich einfach ohne Sinn und Verstand dahin gehauen, so nach dem Motto, oh, ein paar Loopings und was weiß ich da, irgendwelche Knoten rein, na, scheiß auf die, sorry, aber auf die Bewertung. Dann ist der Testlauf durchgelaufen und alle Werte im grünen Bereich. So war's. Wenn ich angehen. Gar nicht drüber nachgedacht, einfach. Weil ich wollte einfach mal so ein weniger langweiliges Teil bauen irgendwie. Ja, und das hat auch gleich prompt irgendwie hingehauen. Also du hörst, es geht da schon ab und zu mal ein bisschen tiefer. Ja, und bei dem Teil habe ich sogar zwei Züge eingesetzt. Und hier
Das ist im grünen Bereich, da war ich euch erstaunt. Ja, ich will die Folge jetzt aber auch nicht zu lang machen. Ich wollte euch nur mal ein paar Tipps geben. Hier habe ich noch Szenerie gemacht, hier habe ich noch was hingebaut. Alles, was irgendwie geht, um, wie gesagt, die Parkbewertung hochzuhauen. Hier so ein bisschen. Ich hoffe, euch hilft das irgendwie, weil das Ding ist, ja, nicht ganz ohne. Und wie gesagt, das waren die, ja, habt ihr schon gesehen, hier. Die Achterbahn war nicht schwer und das erste auch nicht. Halt diese 3 Monate. Aber ich habe auch so lange dafür gebraucht, weil ich erst nicht wusste, dass mit dem Ruf abschalten, Ruf der Fahrgeschäfte, das ging, kam letztens auch erst mit einem Update, dass man das abschalten konnte. Und ich war vorher am Probieren hier schon mit der Karriere. Und das hat mich wahnsinnig gemacht mit den Fahrgeschäften. Und ja, jetzt kam das halt raus mit dem Ruf und das hat mir auch geholfen dabei. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch mit dieser Folge und sage tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.